Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video auf diesem Kanal, ne? Der Alexander Zocken, man kennt's. Ja, heute wieder mit einem Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine, ne? Selbstgespräche führe ich nur live. Mit dabei ist heute der Owner von der Storm Community und auch seine Kompadrin, der Deathraw. Sei gegrüßt. Hallöchen. Der Niklas, hallo. Servus. Und der Raptor. Guten Tag. Moin. Ja, Jungs. Ich habe ja schon mal bei euch auf einem Server gespielt, auf Mando LP. Raptor, du bist ja in der Serverleitung, wurde mir ja zugetragen. Jo. Erzählt mal so ein bisschen davon. Ich denke, die Zuschauer haben ja den früheren Status noch im Kopf, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich darum aus? Ja, tatsächlich, man, früher war ja die alte Serverleitung, war ja Sherlock. Stattdessen war ja mal ein Zwischenstand, dass der Server vorübergehend mal wegen den Hostwechsel down war. Dann ist er wieder gekommen, da war aber die Spielerzahl niedriger. Und da kam dazwischen ja noch eine Serverleitung mit einer Teamleitung, die auch es gerade wie ich halten konnten, aber nach einer Zeit hatten sie auch keine Lust, deswegen gab es da Kombiniste, wo nichts Neues kam, beziehungsweise es den Spieler gelangweilt haben, dass da nur die gleiche Map war oder beziehungsweise einfach nichts Neues hatten, wo sie sich beschäftigen konnten oder dass da die Clans niedrig waren oder etc., was die Spieler angefangen haben, irgendwie sich zu langweilen und dann keine Lust mehr drauf hatten. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen genommen, einfach die Serverleitung mit der Teamleitung zu übernehmen von Ben, wodurch wir versucht haben, was Neues zu kreieren, beziehungsweise den Spielspaß zu erhöhen, indem wir Vorschläge annehmen, zum Beispiel Maps wechseln oder was Neues bringen, womit man die Map befüllen könnte, wo sie sich auch beschäftigen können oder vielleicht wie früher es war, aber was nicht geklappt hat leider, mit dem Quest-System, wo sie Aufgaben erfüllen können oder sonstiges, was wir jetzt in Zukunft versuchen hinzukriegen, da wir aber noch Sachen machen müssen, was man früher noch nicht gemacht hat, wo man durch noch durcharbeiten müsste mit den Jobs, RP-Jobs oder etc. Okay, ich verstehe. Also ihr seid da auf jeden Fall ordentlich hinterher. Ja. Gibt es denn irgendwie noch die Clans, die gibt es noch, oder? Also dass man die einfach so kann? Ja, das gibt es nicht mal das 5-Euro-Paket, sondern das haben wir jetzt einfach als gratis rausgenommen, da gerade die Clans nicht mehr wollen, wie zum Beispiel jetzt Kiram oder Kel draußen sind. Ja, als ich da war, da gab es ja den Terox-Clan, ja. Skirata und ich glaube den Keldor-Clan. Und Kiram. Ja, stimmt, die gab es auch. Ja, Kiram und Keldor sind draußen, beziehungsweise Kiram und eine neue Bewerbung für Keldor, die angenommen wurde, wird jetzt auch durchgesetzt. Achso. Deathwatch, hat man nicht vergessen. Deathwatch auch, genau. Ja, das war damals schon ganz lustig. Also, so wie sie es gerade angedeutet, denke ich, würde das auch noch ganz interessant werden. Aber ansonsten habt ihr ja auch noch, ja, hast du mir erzählt, jetzt war BOTR. Magst du mir ansonsten mal ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das kennen die Leute noch gar nicht. Ja, ist ja noch am neuesten, würde ich sagen, als neues Projekt. BOTR ist eigentlich nur eine Art neuer CW-Episode, plus mehr in einem anderen Konzept. Also, so schon das Standard CW-RP, wie man es sonst immer auch kennt, plus halt dann auch die Truin-Variante, sag ich mal so, oder beziehungsweise die Gegner-Variante, genau, die man dann auch zwei Seiten hat, ne? Genau, also du hast dann halt die ganz normale Klon-Variante, wo du dann als ganz normaler Kadett ausgebildet werden kannst, hast aber dann halt auch eben die Separatisten-Seite, wo du als Truide, so wie wir es jetzt sagen, programmiert wirst. Also man kann ja als Truide nicht ausgebildet werden, deswegen. Genau, dann kannst du dich halt so halt auch hocharbeiten. Aktuell ist es natürlich so, dass die Klon-Variante ein bisschen mehr Spieler hat in dem Fall. Also die Truiden haben jetzt, glaube ich, auch nur zwei, drei Leute. Das dauert halt auch seine Zeit. Ist es aber auch so, dass die Klone viel mehr, ich sag mal, Vorteile haben. Also die Klone haben ja, wie gesagt, vier Einzeleinheiten und die Truiden haben halt nur die, wie heißt, die, ich sag mal, Fortbildung, also wie Pilot und sowas. Und deswegen haben die Truiden halt nicht wirklich viel in dem Fall. Ja, ist halt ein bisschen anderes RP, ne? Darauf muss man sich halt erstmal einlassen. Eben. Das hat jetzt nämlich so im Deutschsprachigen ja noch nicht so hart existiert, muss man sich halt wirklich erstmal dran gewöhnen. Also ich hatte dir ja mal erzählt, dass es früher schon mal, also nicht so einen Server wie ihr habt, also eure Variante ist daraus immer besser. Die Variante, die es halt früher gab, die war halt richtig schlecht ausgearbeitet und ja, das gab es auch nur eine Woche, also von daher. Wir haben uns halt wirklich schon dran gesetzt, dass das wirklich
so hart überlegt ist. Ich meine, jetzt aktuell bin ich von einem Team von 3 Leuten in dem Fall. Ich habe jetzt auch seit neuestem meinen aktuellen Supporter auch, ich sag's mal, befördert in dem Fall. Von daher wird das dann viel, viel, viel besser. Und wir haben uns halt wirklich drum gekümmert, dass es so ausgearbeitet ist wie möglich, dass es keine Fehler existieren, dass jeder dann in dem Fall auch der Spaß hat. Also wir hören uns auch wirklich dann die Vorschläge an, die jemand weitergibt und versuchen halt für alles eine Möglichkeit zu finden. Ja, sowas muss ja auch erstmal wachsen, ne? Eben. Und aktuell haben wir ja so einstellen können, dass wirklich jede Einheit seine Vorteile hat und auch, dass es gleichmäßig ist. Also dass jetzt nicht zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Firma der ersten reden, dass die jetzt 3 oder 5 Untereinheiten hat und 10 Fahrzeuge fahren darf und die 212. nur ein Fahrzeug fahren darf und eine Untereinheit jetzt zum Beispiel jetzt immer. Wir haben es halt schon ausgeglichen in dem Fall. Das leuchtet ein. Und Niklas, du bist der Stellvertreter, richtig? Stellvertreter der gesamten Community, ja. Oh, das ist ja einiges zu tun. Dir gehört ja auch ein Server oder bist du für alles ein bisschen zuständig? Also, wie schon erwähnt, Marcel als Community Owner, den hier das Ganze besitzt, bin ich jetzt vor ungefähr einem Jahr, müsste das gewesen sein, mit dazugekommen und auch in den ersten 2 Monaten, sag ich mir mal, das Vertrauen erarbeitet und erkämpft. In dieser relativ damals noch kleinen Community, sind ja schon ein bisschen gewachsen in der Zeit. Und habe ich mich halt hochgearbeitet in die Stellvertretung. Marcel Deathrides mittlerweile auch extrem als guten persönlichen Freund kennengelernt. So gut. Und die Aufgaben als Owner, die nehmen wir natürlich definitiv wahr, wenn es darum geht, Entscheidungen für die gesamte Community zu treffen, wenn es hier Probleme im höheren Team gibt zwischen Serverleitungen und Usern oder teamintern generell, womit die Serverleitungen teilweise überfordert sind. Oder wenn es um sowas geht, die Server müssen geupgradet werden, da klemmen wir uns beide definitiv hinter. Aber ich bin auch verantwortlich für den ARMA3 altes Live-Server. Stimmt, das hattest du mir auch erzählt. ARMA habt ihr ja auch. Wie läuft denn das bei ARMA? Also ich persönlich kenne mich mit altes Live gar nicht aus. Ich habe das nur früher bei den Peets geguckt. Damals sah das schon recht cool aus, aber wie läuft denn das da ab? Ist das ein bisschen so ähnlich wie ein Garry's Mod RP oder komplett anders? Ist was ganz anderes. Ich sag mal, ARMA 3 altes Live, das geht viel mehr in die Tiefe. Das ist wirklich eine Lebenssimulation. Da gibt es zwar auch Mods wie Star Wars und das Ganze, das ist leider nicht ganz so ausgereift gewesen, ist auch nie wirklich groß rausgekommen. Altes Live ist halt dafür bekannt geworden, es ist wie eine Lebenssimulation, dass man mit wenig Geld anfängt. Sagen wir jetzt, bei uns ist der Startpreis 25.000, das ist schon verhältnismäßig viel, womit man sich auch schon ein kleineres Auto kaufen kann, womit man dann schon viel, relativ viel Geld für die Anfänger eigentlich verdienen kann. Es läuft ungefähr so ab, man fängt an, normalerweise macht man einen Äpfel oder Pfirsich, fängt man sich und verkauft man an einem Marktplatz für wenig Geld, dass man sich vielleicht das erste Auto kaufen kann und man dann die Kuppertour zum Beispiel machen kann, womit man schon weitaus mehr Geld verdient. Und dann kann man sich da halt immer mehr hocharbeiten. Man kauft sich ein besseres Fahrzeug, wo man mehr Sachen reinlagern kann. Man kauft sich die nächstbessere Lizenz, damit man die nächste Route fahren kann, womit man dann auch wieder mehr Geld verdient. Ist natürlich dann auch mit mehr Aufwand verbunden, weil die Routen sind so gelegt, dass sie halt auch immer ein bisschen länger sind und auch schwieriger zu fahren sind. Wenn man sich dann gutes Kapital aufgebaut hat, vielleicht hat man noch ein paar Freunde, mit denen man spielen kann, man kann untereinander ultra geiles RP machen oder auch mit den anderen Fraktionen, wenn man sich dann entscheidet, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich zur Polizei? Die Möglichkeit hat man, da kann man sich komplett hocharbeiten. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann in das SEK als Spezialeinheit, man kann in die Piloten, man kann den Tauchschein machen oder man entscheidet sich als Zivilist, man geht zu den Rebellen, dass man die Gegenfraktion zur Polizei wird, wo man sich dann für teuer Geld eine Rebellenlizenz kaufen kann oder die Rebellenausbildung in dem Fall und sich dann Waffen kaufen kann, die man im normalen Waffenshop nicht kaufen kann, die dann aber auch wieder illegal sind, worauf man achten muss, dass die Polizei das nicht immer so mitkriegt. Oder man hat halt auch die Möglichkeit, man bleibt, sagen wir normal als Zivilist, kauft sich dann eine Waffe, möchte vielleicht trotzdem ein bisschen Unfug machen, kann Tankstellen ausrauben, kann andere Spieler ausrauben. Das, was bei uns jetzt noch ein bisschen schwierig ist, sind die Mediziner, beziehungsweise die Medics, die sind noch ein bisschen fehlerhaft. Da habe ich mich aber dran gesetzt, dass ich die jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen komplett fixen sollte. Und ja, ist halt ein großes RP-Konstrukt, wenn man ja, ich merke schon, also da hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Aber das hört sich so ein bisschen an wie GTA-RP, aber doch noch ein bisschen anders, richtig?
Im Endeffekt ist es das gleiche. Also. 5M, also GTA-RP, kommt von Arma 3, das war der Vorreiter. Ach so, klar, er gibt, gut. Und GTA bietet natürlich für so Leben noch ein bisschen mehr als jetzt Arma. Ansichtssache. Arma also. Ist ausgereifter, was das Ganze angeht, ist nochmal ein bisschen modfreundlicher bzw. editierfreundlicher als GTA. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. In GTA ist halt der dicke Vorteil, die Grafik ist eine durchaus andere. Arma 3 ist jetzt ein bisschen älter, von 2005, wenn ich mich nicht irre. Und ich muss sagen, beide Spiele sind krass performancefressend, also da sollte man schon ansatzweise vernünftigen PC haben. Ja, aber es gibt bei beiden Sachen Vor- und Nachteile. In GTA ist es die hübsche Grafik, die detaillierteren Fahrzeuge, die bessere Fahrphysik und das Ganze, die Waffenphysik. Und in Arma ist es halt das Ganze drumherum was Besseres. Es ist halt viel ausgereifter durch die ganze Zeit, die halt jahrelang da rein entwickelt wurde. Ja, auf jeden Fall große Welten, die man da befüllen kann mit Spielern. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Habt ihr im Durchschnitt, würdet ihr sagen, auch in Arma viele Leute oder seid ihr gerade da erst noch am Wachsen? Arma generell an sich oder der Server also persönlich jetzt? Der Server persönlich. Wir sind noch in der Entwicklung. Ich hatte den Server vor jetzt 1-2 Monaten wieder richtig angefangen weiterzuentwickeln und habe damals, ich habe früher viel mit Arma gemacht und schon vieles selber editiert gehabt auch oder personalisiert, nenne ich es mal so. Und man kann sich Rohsachen aus dem Internet runterladen, beziehungsweise die komplette Rohmap, Artist Live, den ganzen Spielmodus und den dann persönlich editieren, verändern und das nimmt halt extrem viel Zeit in Anspruch. Es ist bei uns so ist, wir haben nichts ultra Besonderes, was ich sage, das haben wir und das hat kein anderer. Das, was ich aber sagen kann, wir stecken in viele Details sehr viel Liebe und machen das auch so, dass man sich denkt, okay, es ist noch Standard altes Live, man kennt es, aber es ist trotzdem ein neues Gefühl hier zu sein und es macht Spaß, wieder was Neues zu entdecken. Und jetzt vor knapp 2 Wochen habe ich mit Freunden die Closed Beta angefangen, ich habe die Datenbank komplett zurückgesetzt, dass man untereinander schon mal ein bisschen was spielen kann, ein bisschen testen kann, ob das und das schon alles funktioniert. Und wenn das jetzt so weitergeht, wir sind jetzt ungefähr auf dem Entwicklungsstand von 75%, dann haben wir vor, in die Open Beta zu gehen, zu gucken, dass ein paar random Leute vielleicht reinkommen, vielleicht von der Community noch ein paar Leute, die Lust haben, sodass wir die gröbsten Fehler, die dann nochmal auffallen, fixen können, gucken, ob das mit der COP-Civ-Balance so funktioniert, weil es ist eingestellt, dass man nur ab einer gewissen Anzahl von aktiven Polizisten erst Tankstellen ausrauben kann, oder auch ein Bankraub, was dann ein großes Event ist, dass man dann sagen will, 5 Cops braucht, bevor man die Bank überhaupt ausrauben darf. Und das ist servertechnisch so eingestellt. Aber wenn man die Anzahl an Cops halt auch nicht auf dem Server hat und das über eine längere Zeit, dann muss man da vielleicht noch mal ein bisschen werkeln und das wird dann da alles hoffentlich gefixt. Ja, aber das klingt alles plausibel und interessant. Oder denke ich dann auch, dass da bestimmt noch ein Haufen Leute dann auch zu euch kommen, weil ich nehme an, die Arma-Community ist gerade nicht klein. Das stimmt. Ich nehme an, die ist, die ist doch sicherlich größer als die Garry's Mod Community, oder? Was würdet ihr sagen? Also früher, ich kann jetzt persönlich von Arma sprechen, wie es sich entwickelt hat. Es war früher extrem viel, weil sehr, sehr viele YouTuber auf den Servern Videos gemacht haben, viele bekannte YouTuber. Auch die Mod-Community von Arma 3 ist riesig. Und wenn man da dann einen vernünftigen Streamer hatte und einen Mod-Server, könnte man locker 300 Spieler schon haben auf einem Server. Aber durch 5M ist das erst alles so ein bisschen komplett rübergeschwappt. Und mittlerweile muss ich sagen, gleicht sich das wieder aus. Es kommen viele, viele Leute zurück nach Arma. Und ich denke mal, gerade jetzt ist die Möglichkeit für frische Server, vielleicht auch noch nicht Mod-Server, sich Spieler davon abzufangen und vielleicht auch fest behalten zu können. Und da ist halt bei uns der dicke Vorteil, ich habe persönlich gesagt, ich habe Mods von Arma 3 Factory, das sind die, wie sage ich das jetzt, für mich die besten Mod-Hersteller aus der Deutsch-Community. Und da besitze ich tatsächlich auch viele und auch teilweise teure Mods noch von denen. Und wenn ich den Leuten dann sage, wenn wir eine Spielerbasis von 15, 20 Leuten erreicht haben, dann haue ich da Mods drauf. Und dann wird das definitiv noch geiler, weil dann hat man die detaillierten Fahrzeuge, man hat vernünftige Fahrzeugmarken, da es im Standard-Arma leider nicht ganz so viele Fahrzeuge gibt. Und wenn man dann sagt, man macht persönliche Sachen rein, Polizeiuniformen, die komplett exklusiv sind und für die Rebellen Sachen, die man sonst nirgendwo herkriegt, dann haben wir gewonnen. Ja, also ich denke, da steht euch eigentlich nichts im Weg.
Bisher wirkt ihr für mich auch recht gut und ihr seid ja auch ambitioniert. Ihr gebt ja nicht gleich auf, nur wenn ein Rückschlag kommt. Das Das sowieso nicht. ja, das sollte man sowieso nicht machen, auch an die Zuschauer. Also, wir hatten ja schon, oder beziehungsweise ich persönlich hatte ja schon mal einen anderen Server, beziehungsweise mehr Communities in dem Fall. Und da hat man halt in dem Fall schon mal gesagt, also da ist dann auch am Ende auch gar nichts passiert. Da hatten wir auch meistens nur den CWP-Server. Und da hat halt wirklich gar nichts funktioniert. Deswegen haben wir da zu dem Zeitpunkt auch gesagt, ja, nee, wir hören auf. Jetzt haben wir dann irgendwann mal wieder gesagt, okay, wir versuchen es mal wieder, hatten dann halt auch mit CWP wieder angefangen. Hatten wir dann halt auch ein paar Stammspieler dann in dem Fall zurückholen können in dem Fall. Dann irgendwann kam die Sache mit Mando RP, mit Arma 3 dann in dem Fall, dann auch jetzt aktuell noch mit BOTR, also mit Battle of the Republic in dem Ja, Fall. das Und ist jetzt haben wir halt natürlich ja sehr wirklich gut. nur, jetzt haben wir wirklich drei Server und ich würde schon fast schon sagen, drei exklusive Server, beziehungsweise spezielle Server. Ich meine, Mando RP, beziehungsweise vielleicht dieses BOTR-Konzept, ist halt jetzt nicht so, was man halt standardmäßig bei Garry's Mod in dem Fall sieht. Das stimmt. Und da haben wir halt in dem Fall auch die Hoffnung, oder beziehungsweise sagen wir auch, wir hören nicht auf, wir versuchen das einfach. Und wenn nicht, dann ist es am Ende so, aber wieder lieber versuchen, als einfach aufzugeben in dem Das Fall. stimmt, das ist der große Schwachsinn, den man machen kann. Aber nochmal zu Mando zurück. Raptor, weißt du denn Ja. schon ungefähr, was ihr denn in der Zukunft noch vorhabt? Vielleicht so an Events oder allgemein, was ihr noch auf den Server raufbekommen wollt? Tatsächlich schon, wie gesagt, mit der Map-Befüllung, so wie ich auch, wie das Team auch offen für Vorschläge sind, sowie auch ich in Zukunft nicht nur diese Standard-Events auf Coruscant mache. Ich habe bisher schon zwei große Events gemacht, indem man auf andere Maps geht, wie zum Beispiel Mandalore. Oder man könnte auf Tatooine-Events machen. Sowas würde ich in Ja, du Zukunft meinst aber so mehrmals ein machen. bisschen Star Wars Underworld-mäßig, ne? So ein bisschen Genau, schon. genau. Oder dass man halt Map-Change macht, indem man vielleicht mal fragt, so abstimmt, in welche Map man möchte. Was halt standardmäßig wie auf CWP ist, wenn man fragt, auf welche Map man möchte. Dass man da vielleicht mal etwas in der Zeit verbringt. Dass man sich da erstmal das aufbauen kann und dass man dann immer weitergeht oder so, oder wenn man wieder Lust auf Coruscant hat, dass man dann halt wieder abstimmt oder sowas. Sowas habe ich jetzt erstmal in Zukunft vor. Ja, vor allem, was ich auch bei Mando ganz cool fand, war, da hat man recht viel freies RP, was man jetzt ja zum Beispiel in CWRP nicht hat. Da spielt ja deine Rolle als Klon. Klar, du kannst ihn so ein bisschen gestalten, wie du willst, aber du kannst jetzt ja schlechter irgendwie eine Bande aufmachen, so meine ich das, ne? Wäre jetzt ein bisschen strange. Ja, also da denke ich, auch wenn das so läuft, wie du sagst, dann werden dann schon noch viele Leute kommen. Vor allem, als ich da gespielt hatte, da waren ja auch schon ganz gut Leute dabei. Ja, und bei BOTR meinst du, Deathwar, da sieht das denn genauso aus? Ja, schon, man könnte schon fast schon sagen, so ähnlich. Also bei BOTR ist ja, oder beziehungsweise BOTR ist ja mehr so eine Art Score-Prinzip. Das heißt, sobald du deine Ausbildung, beziehungsweise deine Programmierung in dem Fall, abschließt, bekommst du ja einen Score zugeteilt. Beziehungsweise aktuell haben wir ja die 501., die 212., die 327. und die 38. Das sind halt jetzt gerade aktuell unsere Einheiten. Wir waren zwar auch noch dabei, beziehungsweise es kam ein Vorschlag für die 41. Die haben wir aber erstmal gepriest, also so stehen gelassen. Auf jeden Fall, wenn du in die Ausbildung rauskommst, kannst du dir natürlich entscheiden, schon von Anfang an, ob du in die 501. möchtest oder wo auch immer. Wenn du das natürlich nicht so möchtest, in dem Fall, also du möchtest immer noch CT bleiben, du möchtest du den Server in dem Fall erstmal angucken, kann man ja sagen. Dann wird ein Ausbilder in dem Fall einen Commander, beziehungsweise oder den Höchstrangigen in dem Fall in der Einheit, Bescheid sagen, ja, ich habe hier einen CT, er hat keinen CT-Sergeant in dem Fall und er braucht einen Squad in dem Fall. Und dann wird er ihm zum Beispiel zugeteilt, beziehungsweise wir haben ja einen Squad-System hier auf dem Server, das heißt, du siehst oben links da zum Beispiel deine ganzen Squad-Member. So ähnlich wie in Battlefront. So ähnlich kann man sagen, ja. Also, wenn man da steht, der Sergeant, sage ich mal so, der Sergeant kümmert sich ja um den Squad
Und er erstellt meistens den Squad, das heißt, er kann so gesagt auch das Squad benennen, wie er es nennen möchte. Also ich sag mal, Titan Squad oder Death Squad oder wie auch immer, ist mir jetzt eigentlich egal. Mhm. Und dann kann der neue CT, wenn er sich den Squad erstmal angucken könnte oder möchte, sich dem Squad anschließen und der Sergeant in dem Fall kümmert sich um ihn und er muss die Befehle dann in dem Fall machen, was der Sergeant ihm sagt, in dem Fall. Genau. Aktuell ist es ja noch so, mit dem Squad-System ist es noch ein bisschen mager, sag ich mal so. Also wirklich die einzigsten, die jetzt das Squad-System benutzt, ist die 501. Ich versuche aber gerade aktuell noch die anderen Einheiten dazu zu bringen, das Squad-System ein bisschen mehr zu nutzen. Ich meine, aktuell sind wir aber auch noch relativ wenig für das Squad-System. Ich glaube, wir sind jetzt gerade aktuell so standardmäßig pro Tag erstmal so 4-5 Leute nur. Das ist aber, wenn du erstmal. Ist noch. Also, es ist schon viel für den Server, der ja gerade erst, sag ich mal, rausgekommen ist, wenn du das mal vergleichst mit CWP-Servern, die seit 6 Monaten draußen sind und keine Spieler haben. Ja, in dem Fall wie bei uns, in dem Fall. Ja, aber wir müssen generell noch ein bisschen warten. Also wir haben schon auch ein paar Hintergrundaktionen, sag ich mal so, die wir der Großheit noch versteckt haben und die wir uns dann raushauen, sobald der Server ein bisschen mehr Spieler hat, in dem Fall. Genau. Und das hatte ich ja mit dir auch schon besprochen. Nächste Woche werde ich ja auch streamen bei euch, immer auf Mando und auf BOTR. Da könnt ihr denn ja auch gerne, also an die Zuschauer jetzt, da könnt ihr auch dann gerne dazukommen. Ich denke, damit habt ihr jetzt auch kein Problem, wenn die darauf kommen. Das wird dann, denke ich, auch ganz lustig. Oder allgemein, ich verlinke ja auch die Server in die Beschreibung und auch das Forum. Und ich würde sonst sagen, wenn ihr jetzt größtenteils nichts mehr habt, ihr habt jetzt also ein bisschen erzählt, wir haben ja ein bisschen geredet, dass wir sonst hier erstmal Schluss machen. Und dann sehen wir uns denn nächste Woche dann live, ne? Also aktuell, wenn du mich persönlich jetzt auf dem Stream mit dabei haben möchtest, natürlich, müssen wir halt gucken den Termin, weil ja, ab nächster Woche beginnt für mich dann wieder die Großarbeit. Das heißt, ich bin nicht jeden Tag da. Ja, ich sag dann mal, wir klären das uns immer ab. Aber auf jeden Fall, da kommt noch was. Ja, dann würde ich erstmal sagen, tschüss, und dann sehen wir uns in dem nächsten Video oder in dem nächsten Livestream wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.